Die steile Wand von Merane. Hier im Friedensfahrtmuseum in Kleinmühlingen darf sie natürlich nicht fehlen. Wir erzählen Ihnen heute die dramatische Geschichte einer ganz besonderen Friedensfahrt. Kiew, Mai 1986. Die ersten Etappen der 39. Friedensfahrt. Friedensfahrt ist ein absoluter Saisonhöhepunkt. Da müssen wir uns beweisen. Friedensfahrt war für uns das größte Event, deshalb wollte man unbedingt dabei sein. Und genau dort passiert die Katastrophe, am 26. April 1986. Tschernobyl, die schwerste Reaktorkatastrophe der Menschheit. Nur 130 Kilometer vom Unglücksort entfernt, Kiew, Startpunkt der Friedensfahrt. Meine Frau hatte natürlich riesen Bedenken und hat auch gesagt, da fährst du nicht mit. Keiner wäre auf den Gedanken gekommen, dass die besten Sportler dahin geschickt werden, jetzt als Kanonenfutter. Blieben ja nur die zwei Möglichkeiten, zu sagen, ich will aufhören und zu sagen, ich will weitermachen und Erfolg haben. Olaf Ludwig steht vor der wichtigsten Entscheidung seines Lebens. Für die DDR starten im verstrahlten Kiew oder zu Hause bleiben, das wäre das Ende seiner Karriere. Die ganze Geschichte jetzt bei Echt. Echte Helden, internationale Stars, alles zum Greifen nah. Die Friedensfahrt war nicht nur ein Sportevent, sondern eine Demonstration für den Weltfrieden. Das Besondere daran war die internationale Verbundenheit. Das zu zeigen, wir gehören zusammen. Die große Welt zu Gast im Osten. Ein riesiges Volksfest. Friedensfahrt war eben in aller Munde, die war in allen Medien drin. Es war schon was Großes, da dabei zu sein. Auf dem Weg zum Ziel in Warschau, Prag und Berlin ging es auch durch die Provinz. Und hier wurden die Rennfahrer sehnsüchtig erwartet. Ich habe als Kind an der Straße gestanden in Thüringen und habe gewinkt mit der Klasse, als ich noch ein kleines Mädchen war. Also das war schon von großer Bedeutung. Und dann die vielen jungen Fans, die am Straßenrand warten, um die wenigen Augenblicke zu erhaschen, wenn ihre Idole vorbeisausen. Als kleiner Junge Friedensfahrer zu werden, das war ein Traum. Also das waren so ziemlich die einzigen Helden, die es gab. 1972. Friedensfahrt durch Gera. Auch der kleine Olaf Ludwig steht an der Straße. Und dann mit den Jungs, mit denen ich unterwegs war, sind wir nach Hause gefahren und haben gesagt, war klar, morgen melden wir uns an beim Radsport und werden Friedensfahrer. Am nächsten Tag sind wir zu dieser Sportgemeinschaft gefahren, SG Dynamo Gera Mitte hieß das, sind wir dorthin gefahren, haben gesagt, hier sind wir, haben ein Fahrrad gekriegt, durften 20 Kilometer Rad fahren. Haben wir danach wieder abgegeben, sind mit unseren Rädern wieder nach Hause gefahren und haben uns schon halb als Friedensfahrer gefühlt, mit 12 Jahren damals. Und der Traum wird Wirklichkeit. Mit nur 20 Jahren betritt Olaf Ludwig die Bühne der Friedensfahrt. Und hier wird er schnell zum Hauptdarsteller. In seinem ersten Jahr bei der Friedensfahrt holt er gleich 4 Etappensiege. Der knapp 20-Jährige spurtet in neue Dimensionen. Der Sieger heißt erneut Olaf Ludwig. Eine Legende ist geboren. Und dann die Friedensfahrt von 1986. Zum ersten Mal soll in Kiew gestartet werden. Von da aus weiter über Warschau Richtung Berlin. Das Ziel der 39. Friedensfahrt heißt Prag. Das Team der DDR ist nominiert. Jeder dieser Fahrer will die Friedensfahrt gewinnen. Das bedeutet Ruhm und Ehre, wie ein Olympia- oder Weltmeistertitel. Einer der Auserwählten ist der 23-jährige Mario Kummer. Ich persönlich war das erste Mal zur Friedensfahrt qualifiziert und ich war heiß drauf und die Angehörigen waren stolz drauf, dass man dabei war. Wie besessen trainiert die Mannschaft für die Friedensfahrt. Welches Team wird gewinnen?
immer vor Augen der ewige Rivale, die Fahrer aus der Sowjetunion. Die Russen waren eben zur Friedensfahrt dann auch topfit. Ihre besten Leute waren am Start und da war es natürlich immer ein Riesenfight. Also es waren sportlich auch unsere größten Gegner. Also für uns, für DDR-Sportler und wahrscheinlich auch für die russischen Sportler war es so, Friedensfahrt ist der erste Saisonhöhepunkt, egal was ist. Und wenn wir bloß zu 6 fahren oder zu 12 fahren, aber da müssen wir uns beweisen. Den Gegner vor Augen wird das Training noch einmal angezogen. In nur 2 Wochen soll die Friedensfahrt in Kiew starten. Doch dann die Katastrophe. 1300 Kilometer von uns entfernt. In der Ukraine explodiert ein Kernreaktor. In Tschernobyl. Keiner in der DDR wusste am 27. April, dass in Tschernobyl was passiert ist. Das behaupte ich einfach mal. Ja? Und alle, die jetzt kommen und sagen, ja, du musst doch gewusst haben. Dann sage ich, ja, geh mal ein paar Tage zurück und überleg mal, was es an Handy und Internet gab zu der damaligen Zeit. Und dazu noch die Informationsbereitschaft von den Sportsfreunden, wo es passiert gewesen ist. Tschernobyl. Nur 130 Kilometer entfernt von Kiew, dem Startpunkt der Friedensfahrt. Und jetzt die große Sorge. Können die tödlichen Strahlen aus Tschernobyl auch Kiew erreichen? Kann hier noch ein Radrennen starten? Alles soll so weitergehen wie gewohnt, so auch das Training für die 39. Friedensfahrt. Das Sportzentrum Kienbaum. Endspurt für die Sportler. Nur noch eine Woche bis zur Friedensfahrt. Das war schon klar, dass irgendwas passiert sein muss. Irgendwas. Ja, aber auch übers Westfernsehen, was wir natürlich in Kienbaum nicht empfangen konnten. Ja, das ist natürlich auch klar. Es war eine Sportschule, da gab es kein Westfernsehen. Das heißt, es gab nur über Leute, die dann nochmal gekommen sind und irgendwelches Material gebracht haben. Ja. Über die ist dann noch eine Information gekommen, oh, da muss was passiert sein mit dem Reaktor. Ja. In Kienbaum sind es nur Gerüchte. In Tschernobyl ist es bittere Wahrheit. Hunderttausende Aufräumarbeiter, die meisten Soldaten und Reservisten, werden in die Strahlenhölle geschickt. Im 90-Sekunden-Takt sollen sie den Brand löschen. Für viele sind diese 1,5 Minuten das Todesurteil. Es herrscht Kriegszustand. Wer hier nicht rein will, wird erschossen. Andere arbeiten ohne jeglichen Strahlenschutz. Auch das ein sicheres Todesurteil. Die Explosion im Kernkraftwerk hat eine gigantische Staub- und Aschewolke aus dem Reaktor in den Himmel geschleudert. 10 Kilometer hoch. Diese Aschewolke ist radioaktiv verseucht und wird zur tödlichen Bedrohung. Für ganz Europa. Je nachdem, wie der Wind sich dreht, kann die atomare Wolke jeden Ort erreichen. Das Schicksal der Menschen liegt jetzt in der Hand der Natur. Und natürlich könnte es auch Kiew treffen. Sollten die Sportfunktionäre die Friedensfahrt jetzt nicht besser absagen? Die Informationen, die kamen, waren einfach auch sehr spärlich. Und man konnte nicht jetzt glauben, ist das so oder ist das nicht so. Ich glaube auch, es wurde bewusst nicht darüber gesprochen, von Seiten der Funktionäre aus. Ja. Für Olaf Ludwig und seine Teamkollegen geht es in jenen Tagen um alles. Karriere, Ruhm, Ehre. Aber werden die Radfahrer dafür sogar ihr Leben riskieren? Wir von Echt rekonstruieren das Drama. Magdeburg am 5. Mai 1986. Die Bedrohung ist mittlerweile in der Heimat der Friedensfahrer angekommen. Was niemand weiß, über den Menschen steht eine riesige radioaktive Wolke. Noch sind die Strahlen oben in der Luft. Aber was jetzt geschieht, macht die Sache hochgefährlich. Am Abend braut sich über Magdeburg ein Gewitter zusammen,
Und dann passiert, was keiner sehen kann und trotzdem bedrohlich ist. Der Regen nimmt die radioaktiv verseuchte Asche mit zum Boden. Und so kommt die Nuklearstrahlung aus Tschernobyl nach Magdeburg. Ein Mann will jetzt genau wissen, wie gefährlich dieser Regen ist. Dr. Bernd Trine vom Magdeburger Hygieneinstitut misst eine tausendfache Strahlenbelastung. Er hält es für seine Pflicht, die staatlichen Stellen zu informieren. Eine tausendfache Belastung ist eine ernste Gefahr für die Bevölkerung. Doch Dr. Trine stößt auf taube Ohren. Wir haben aber einen Politbürobeschluss gehabt. Und da war der Umgang mit Umweltdaten reglementiert. Und da gab es entsprechende Verordnungen, die wir auch umzusetzen hatten. Keine Freigabe von Untersuchungswerten für die Bevölkerung. Dr. Bernd Trine fährt selbst nach Berlin, zu seinen Vorgesetzten. Wir sind aber von dort dahingehend belehrt worden, dass die Zuständigkeit jetzt das Staatliche Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz ist und das Gesundheitsministerium aus dieser Sache raus ist. Einfach die Zuständigkeit entzogen. Verbittert fährt Dr. Trine zurück nach Magdeburg. Und dann gab es das Aus. Vom wirklichen Ausmaß der Katastrophe sollen die Bürger in der DDR nichts erfahren. Den Menschen die Angst nehmen und Panik vermeiden. Das ist jetzt die oberste Devise. Dafür werden im DDR-Fernsehen einige der wichtigsten Atomwissenschaftler des Landes präsentiert. Es gibt weder ein Risiko für die Menschen noch für die Natur. Keine Gesundheitsgefährdung für Bürger der DDR. Gesundheitliche Gefährdungen bestehen nicht. Die Messungen und Untersuchungen werden laufend durchgeführt. Die Nachrichten im Westen hingegen klingen etwas anders. In dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten GAU gekommen, dem größten anzunehmenden Unfall. Die Strahlungsintensität lag zeitweise 6-mal höher als normal. Auch in der DDR wurden offenbar erhöhte Strahlungswerte festgestellt. Für die Friedensfahrer wird das Gerücht zur Gewissheit. Tschernobyl, das ist mehr als ein kleiner Unfall. Was bedeutet das für die Friedensfahrt? Weht der Wind aus Norden, könnte Kiew verstrahlt werden. Das Auswärtige Amt in Bonn warnte dringend davor, geschäftliche oder private Reisen in die Region Kiew zu unternehmen. Es gebe Hinweise, dass die Strahlenbelastung durch den Reaktorbrand größer als zunächst vermutet ist und dass auch Kiew nicht verschont geblieben ist. In den Familien der Friedensfahrer wird jetzt heftig diskutiert. Die Väter und Ehemänner sollen zu Hause bleiben. Ja, meine Frau hatte natürlich riesen Bedenken und hat auch gesagt, da fährst du nicht mit. Ja. Und ich habe gesagt, ja, aber wenn ich da nicht mitfahre, dann kann ich auch aufhören. Weil die Konsequenz wäre klar gewesen. Wenn ich verweigere den Start, der nominiert ist, dann hätte das mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu geführt, dass sie gesagt hätten, okay, dann kannst du deinen Sport so machen, da machen, wo noch ein bisschen BSG-Sport ist oder Just for Fun, wie auch immer. Aber nicht mehr hier bei uns. Also blieben ja nur die zwei Möglichkeiten. Zu sagen, ich will aufhören und zu sagen, ich will weitermachen und Erfolg haben. Olaf Ludwig steht damals vor der Entscheidung seines Lebens. Er weiß, verweigert er sich, ist das Ende seiner eindrucksvollen Karriere. Und die Entscheidung wird noch schwieriger. Denn kurz vor Rennstart sagen fast alle Teams aus dem Westen ab. Ein Rennen ohne Konkurrenz. Macht eine Teilnahme jetzt noch Sinn, fragen sich die Friedensfahrer. Der damals 22-jährige Dan Radke macht sich seine Gedanken. Als wir dann gehört haben, dass alle, sag mal, westlichen Länder abgemeldet haben, außer Frankreich, die, glaube ich, dabei geblieben sind, genau, waren wir schon ein bisschen schockiert, weil das war dann nur eine halbe Friedensfahrt für uns. Doch alle Friedensfahrer aus dem Ostblock werden dabei sein. Und das befeuert den Ehrgeiz der Sportler aus der DDR. Ich will doch gewinnen.
Und wir wollten unsere Zielstellung erfüllen, wir wollten gegen die Russen gewinnen. Die stärksten Mannschaften waren da, ja. Das waren die Russen, das waren die Tschechen, das waren die Polen, das waren wir. Ja, die waren auf jeden Fall am Start. Das heißt, ich fahre dorthin. Und wenn ich mich dafür entschieden habe, muss ich nicht mehr viel nachdenken. Sondern ich habe den Weg gewählt und wollte dort erfolgreich sein. Die Entscheidung der Friedensfahrer steht fest. Trotzdem, es bleibt ein Himmelfahrtskommando. Denn keiner weiß, aus welcher Richtung der Wind wehen wird. Die Friedensfahrt 1986. Ein Spiel mit der Gesundheit der besten Radfahrer der DDR. Während das DDR-Team im Flieger Richtung Kiew sitzt, weht der Wind weiter aus Richtung Osten und bringt immer mehr von dieser gefährlichen Strahlung auch zu uns nach Mitteldeutschland. Und so kommt es zur tragischen Geschichte von Otto Zöllner und seinen Kameraden. Anfang Mai 1986 bekommen 7 Männer in Thüringen einen vertraulichen Auftrag. Kurz vor der Grenze sollen sie Lkw waschen, die aus Osteuropa kommend auf dem Weg Richtung Westen sind. Die Kollegen sind so nach und nach alle an Krebs erkrankt. Aber wo die ersten 2 gestorben sind, hat sich natürlich keiner Gedanken gemacht, dass das von der Wascherei kommen könnte. Was keiner weiß: Die Lkw sind radioaktiv verseucht. Der Arbeitstrupp von damals hat nur einen Überlebenden. Otto Zöllner. Wir hatten weder Masken noch eine Schutzkleidung. Im reinen Blaumann wurden die Geräte gewaschen. Die Lkw kommen aus Russland, der Ukraine und Polen. An der deutsch-deutschen Grenze werden sie abgewiesen. Der Westen will sich abschotten von der strahlenden Bedrohung aus Osteuropa. Grenzschützer untersuchen jeden Wagen auf radioaktive Verstrahlung. Schlägt der Geigerzähler aus, schicken die Westbeamten die Ost-Lkw zurück. Doch der Osten ist angewiesen auf den Handel. Und so werden Spezialkommandos zusammengestellt, um die Lkw zu waschen. Auch die Luftfilter müssen ausgetauscht werden. Diese Filter sind mit der 100.000-fachen zulässigen Dosis verstrahlt. Wir haben auch gar nicht dran gedacht, dass das gefährlich sein könnte. Wir wussten zwar, was in Tschernobyl passiert ist, aber unser Betriebsdirektor, der hat sich erkundigt, ob das gefährlich ist. Aber ihm wurde gesagt, Sie können die Kollegen ruhig waschen lassen, also es ist nicht gefährlich. Da kann nichts passieren. Es kam ja von oben runter, das musste klein gehalten werden, da gibt mir die Bevölkerung Ruhiges. So sehe ich das. Die Wolke mit radioaktivem Niederschlag zieht weiter über das Land. Während zu Hause die Menschen der atomaren Gefahr ausgesetzt sind, landen die Friedensfahrer in Kiew, gleich neben dem Ort der Katastrophe. Die vom DDR-Radsportverband für die morgen beginnende 39. internationale Friedensfahrt Kiew-Warschau-Berlin-Prag benannte Mannschaft ist heute in Kiew eingetroffen. Die Friedensfahrer kommen in einen gespenstischen Ort. Eine Millionenstadt im Ausnahmezustand. Wir haben natürlich dann viele Leute gesehen, die da mit diesen Geigerzählern rumgelaufen sind und war dann für uns schon ein bisschen, dachte man, nu, was steht da drauf? Wir wussten, wir kannten die Zahlen nicht, die da gemessen wurden, ob die jetzt gefährlich sind, ja oder nein, wussten wir in dem Fall nicht. Auf jeden Fall war es so, dass hauptsächlich Armee in der Umgebung waren und Männer, also Frauen und Kinder, haben wir eher wenig gesehen, ganz selten. Die waren eigentlich dann verbannt worden aus der Stadt und das war für uns dann eigentlich auch erschreckend. Damals mittendrin Familie Welz. Vater und Mutter arbeiten im Generalkonsulat der DDR in Kiew. Und wir als Diplomaten, wir mussten in kurzen Abständen in die Poliklinik und wurden dort vermessen, ne, auf Radioaktivität, jeder einzeln. Wenn wir doch mal auf die Straße mussten, überall liefen entsprechende ausgebildete Menschen, die auch erkennbar waren, an ihrer Kleidung mit Geigerzähler und haben eben das uns an die Schilddrüse gehalten. Das war weit verbreitet und ein ganz normales Bild. Die Eltern leben in Sorge um ihre Kinder. Deswegen halten sie sich genau an die Anweisungen der Behörden. Die Schuhe nicht mit in die Wohnung nehmen und die
Kleidung von draußen ausziehen. Nicht im Freien spielen, duschen so oft es geht, Kleidung sehr oft wechseln und eben alles Fenster geschlossen halten, sich zu Hause aufzuhalten. Eine bedrückende Angst liegt über Kiew. Die Menschen sind verunsichert. Wie hoch ist die Strahlenbelastung wirklich? Vizekonsul Eckhard Welz, promovierter Ingenieur, will Klarheit. Für sich, seine Familie, aber auch die Friedensfahrer. Er führt Messungen durch, auf eigene Faust, in Kiew. Ich hatte dabei die Absicht, unsere Friedensfahrtmannschaft moralisch zu unterstützen und ihnen in nachgewiesener Weise selbst zu sagen, bleibt mal ganz ruhig, ne? Und habt keine Angst. Vizekonsul Welz gibt Entwarnung. Keine lebensbedrohliche Strahlenbelastung in Kiew. Die Friedensfahrer vertrauen ihm und drehen ihre ersten Trainingsrunden. Aber sind die Fahrer wirklich in Sicherheit? Die haben versucht, uns so gut wie möglich zu betreuen. Und den ganzen Stress ein bisschen von uns zu nehmen, was natürlich nicht möglich ist. Wenn du in so einer Region fährst, wo höchste Lebensgefahr eigentlich ist, ja? Was in dem Fall auch zu merken war, weil wir Sportveranstaltungen waren in allen Regionen eigentlich abgesagt worden. Und wir fahren dort die Radsportveranstaltung, wo wir an der frischen Luft fahren, nicht mehr in der Halle und sind, sag mal, den Bedingungen voll ausgesetzt, die uns entgegenschlagen. Die Bedrohung ist gegenwärtig. Denn wenn der Wind aus dem Norden kommen sollte, würde Kiew radioaktiv verseucht. Und wenn es zusätzlich noch regnen sollte, wird es wirklich gefährlich. Am 6. Mai 1986, nur 11 Tage nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, beginnt die 39. Friedensfahrt in Kiew. Mit Tempo geht es durch die Stadt. Bestes Radfahrwetter. Die Fahrer geben alles. Die erste Etappe geht an den Star aus der Tschechoslowakei. Im Sport der Spitzengruppe kann sich Josef Regetz GSSR durchsetzen. Die Gastgeber aus der UdSSR. Und dann das Duell mit den russischen Friedensfahrern. 50 Kilometer Mannschaftszeitfahren. Es war für die auch der absolute Höhepunkt. Und wir haben auch alles dafür getan. Wir wollten auch gewinnen. Wir waren auch gut, auf jeden Fall. Wir sind in der Nähe reingekommen. Ein verdienstvoller zweiter Platz für die DDR. Dann die dritte Etappe. 142 Kilometer rund um Kiew. Und es passiert, was nicht passieren darf. Es beginnt zu regnen. In dem Moment, wo die Straßen nass waren, wurden sie dann extrem glatt. Und in der Mitte, die Mittelstreifen, waren beschichtet, die waren aufgebracht. Und wenn man da eben parallel rangefahren ist, war es wie eine Straßenbahnschiene. Also man ist dann einfach weggerutscht und man hat die Räder unter sich verloren. So schnell konnte man gar nicht gucken. Das Rennen wurde später zusätzlich durch teilweise heftigen Regen erschwert, der die Straßen glatt machte und auch zu Stürzen führte. Die größte Gefahr steckt in den Regentropfen. Kommt mit ihnen die verseuchte Asche aus Tschernobyl vom Himmel? Mitten in der dritten Etappe stürzt Mario Kummer auf regennasser Fahrbahn. Herr Kummer, haben Sie in dem Moment, wo Sie gestürzt waren und die Wunden an Ihren Beinen und Ellenbogen sahen, irgendwie auch einen Gedanken daran verschwendet, dass da jetzt Radioaktivität reingekommen sein könnte? Ich erinnere mich noch an den Moment. Das war wirklich auch, es ging in Sekundenbruchteilen. Normalerweise versucht man ja auch immer, sowas zu vermeiden. Am Anfang hat man gedacht, okay, ich weiß ja nicht, was da drin war in dem Regenwasser. Ja. Und habe da auch immer so ein bisschen meine Späßchen gemacht. Bis jetzt, toi, muss ich sagen, habe ich da jetzt noch keine Konsequenzen gespürt. Aber es bleibt natürlich die Frage, wie gefährdet waren Mario Kummer und seine Teamkollegen damals? Wir haben bei denen nachgefragt, die es wissen müssen, beim Bundesamt für Strahlenschutz. Dr. Martin Steiner ist ein weltweit anerkannter Experte für Strahlenschutz. Seit Jahren beschäftigt er sich mit den Folgen von Tschernobyl. Welche Strahlenbelastung ging von diesem Reaktor aus? Wie gefährlich war die Katastrophe wirklich? In mehreren Wolken wurden radioaktive Stoffe über ganz Europa transportiert. Wenn es geregnet hat, wurden diese radioaktiven Stoffe wie Staub aus der Atmosphäre
ausgewaschen und haben sich am Boden abgelagert. Was der Experte studiert, sind sogenannte Kontaminationskarten. Sie belegen, an welchen Stellen der Boden im Mai 1986 belastet war. Sie zeigen aber auch, dass Gebiete, die sehr nah an Kiew liegen, unerwartet gering kontaminiert sein können. Wie kann das sein? Oben im Bild Tschernobyl, rot, mit einer hohen Strahlenbelastung. Etwas südlich Kiew, hier aber kaum Radioaktivität. Wurden die Friedensfahrer also tatsächlich verschont? Stand die Friedensfahrt in Kiew doch unter einem guten Stern? Die Teilnehmer dieses Radrennens hatten tatsächlich Glück. Durch sich stetig verändernde Wetterverhältnisse wurden diese radioaktiven Stoffe über ganz Europa verteilt. Glücklicherweise lag Kiew nicht in einer Hauptwindrichtung und wurde nur sehr wenig von den Folgen des Reaktorunfalls betroffen. Und trotzdem, aus damaliger Sicht war es unverantwortlich, die Friedensfahrt in Kiew starten zu lassen. Aus Sicht des Strahlenschutzes hätte ich damals dieses Radrennen abgesagt, einfach weil das Risiko und die mögliche Strahlenbelastung der Teilnehmer nicht kalkulierbar war. Es war schlichtweg nicht kalkulierbar. Wenn dann Institutionen oder Personen diese ganzen Informationen vorher hatten, bin ich schon der Meinung, dass es sehr unverantwortlich war, die Mannschaft dahin zu schicken. Oder überhaupt dort den Start dann durchzuführen. Ja. Von der Seite her, toi toi toi, denke ich mal, dass der Kelch an uns vorübergegangen ist. Wir alle haben gigantisches Glück gehabt, das ist vollkommen klar. Es ist nicht so, dass mich das nicht betroffen hat oder dass ich mir da keine Gedanken gemacht habe. Aber wenn ich gesagt habe, das kann ich sowieso nicht beeinflussen, dann was soll ich mir da großen Kopf zerbrechen? Tausende Berliner bereiteten dem geschlossen ankommenden Feld der Fahrer aus 11 Ländern einen begeisterten Empfang. Olaf Ludwig hat sich frei fahren können, geht links heraus. Erneut gelingt es der DDR-Mannschaft, Olaf Ludwig in eine günstige Ausgangsposition zu bringen. Seinem kraftvollen Antritt ist keiner gewachsen. Die Staatsführung zufrieden und bei bester Laune. Die Friedensfahrer waren für sie durchs Feuer gegangen. Ich war erfolgreich und es haben sich ja auch keine, ja, sage ich jetzt mal, irgendwelche Beschwerden eingestellt, die man jetzt mit Tschernobyl in Verbindung gebracht hätte. Bei mir nicht und von den Sportlern, die da waren, auch nicht. Während die Friedensfahrt in Prag zu Ende geht, ist die Katastrophe in Tschernobyl noch lange nicht unter Kontrolle. Noch immer rollen die Busse, um Menschen zu evakuieren. Noch immer verzweifelte Versuche, die Strahlung des explodierten Reaktors unter Kontrolle zu bringen. Insgesamt kommen 800.000 Aufräumarbeiter zum Einsatz. Viele von ihnen erkranken unheilbar an Krebs. Rund um Tschernobyl werden riesige Gebiete unbewohnbar. 50.000 Menschen werden heimatlos. Unzählige Opfer sterben an den Folgen der Katastrophe. Und auch das ist klar. Die Katastrophe von Tschernobyl verändert die Atompolitik der gesamten DDR. Die laufenden Kernkraftwerke stehen plötzlich auf dem Prüfstand. Liebe Zuschauer, mehr Informationen zur Friedensfahrt 1986 und ein Interview mit Horst Schäfer, dem ehrenamtlichen Leiter dieses wunderbaren Friedensfahrtmuseums hier in Kleinmühlingen, finden Sie natürlich wie immer auf unserer Website. Der Sieger heißt erneut Olaf Ludwig.